So, Performance of Friends, hier das Ganze nochmal. Unsere Neuheit, fluoreszierender Boden, der eben hier im Dunkeln leuchtet. Und ihr wisst ja, unsere Cap, die ist auch fluoreszierend. Das heißt, wir haben hier beides, das im Dunkeln leuchtet. Kannst du bitte die Tür zumachen? Ich drehe hier gerade ein Video. Ja, das mache ich nicht. Nein, ich mache hier, ja. Einmal mit Profis, nur einmal. So, wir fahren zur Firma Jone Bau. Das sind zwei Brüder, die das machen und die machen das jetzt schon seit wie vielen Jahren, keine Ahnung. Es sind schon einige Liter Bier geflossen. Genau, die Jungs, die haben richtig coole Ideen. Auch was Messebau betrifft. Die sind da überall unterwegs. Monaco, Paris, was weiß ich wo überall. Also komplett in Europa, weltweit verteilt. Und da fahren wir jetzt einfach mal hin. Ich meine, das Wetter könnte besser sein. Ist ekelhaft. Aber wir haben Februar. Wir wollen nicht motzen. Meckern. Motze ist schwäbisch. Aber wir sind ja Schwabe. Ja, Retro Classic Stuttgart. Sind wir jetzt dritte Jahr, sind wir, gell? Yep. Das dritte Jahr dort und immer wieder eine brutal interessante Messe, weil ja, sagen wir es mal, wie es ist. Da kommen manchmal Leute her, wo du denkst, okay, gut, der will jetzt ein paar Kugelschreiber und fahr mal ta-ta-ta-ta, hat dann mal schön 15 Oldtimer daheim stehen. Also immer eine Messe, wo du lernst, dass das Äußerliche völlig egal ist. Und das ist uns auch am liebsten. Oder? Ja. Nee, ist in Stuttgart. Da nehmen wir euch dann noch mit. Da werdet ihr dann auch sehen in diesem Video, wie es dort aussieht. Aber jetzt als allererstes Mal gehen wir zum Messebau. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Läuft's noch? Ja, ja. Wie man sich richtig beliebt macht bei denen von Anfang an ist. Ich bin weg. Sie sind live auf Stage. Schön. Ja. Hoppa, hat Glück gehabt. Ich hab mal ein paar Leute mitgebracht, ne? Servus. Servus. Und zwar dieses Eck. Das weiß ich nicht, wie das ausgeführt werden soll. Genau, da ist jetzt hier, so wie das jetzt da steht, das Banner. Das ist in dem Maxima-Rahmen mit drin. Und die Rückwand ist der Leuchtkasten, weil das ist ja nicht beleuchtet gewesen. Ja. Und das. Eine Ewigkeit später. Irgendwo hier dieses scheiß Gerademach-Zeichending. Gerademach-Zeichending. Tja, Performance of Friends, Planung ist durch, Messestand steht und was darf meiner Planung fehlen? Gut. Das heißt, soweit alles besprochen und wie das Ganze aussieht. Dann nehme ich euch jetzt gleich mit auf die Messe. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Solltet ihr natürlich auch mal irgendwie sagen, hey Jungs, wir hatten euch den geilen Stand gemacht. Gar kein Thema. Ich tue unten drunter, hier in dem Video, tue ich einfach unten drunter mal den Link reinsetzen. Dann habt ihr auch direkt den Kontakt zu Jone Bau. So, Performance of Friends, wir sind jetzt hier in der Messehalle in Stuttgart angekommen. Und hier sieht man eigentlich mal so wirklich, was ein Boden ausmacht. Momentan sieht hier brutal leer aus. Wir sind auch recht früh dran und wir haben einen Stand von 15 Meter auf 5 Meter und ja, es wird Zeit, dass wir das hier jetzt mal richtig im Performance Floor Style machen.
Dear Perform Store Friends, wir haben eine Neuheit, die wir hier an der Messe präsentieren. Und ist was ganz Spezielles, so wie unsere Cap hier. Und das zeige ich euch einfach mal jetzt. Und zwar haben wir hier fluoreszierende Platten. Unsere Cap, die ist ja auch fluoreszierend, das heißt, die leuchtet ja auch im Dunkeln. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen da unbedingt auch eine Bodenplatte machen, die eben auch fluoreszierend ist. Das heißt, wenn es dunkel ist, fängt die an zu leuchten. Man kennt das Ganze von den Kinderzimmern, die Sterne, die leuchten. Und daher haben wir jetzt eine Weltneuheit, und zwar fluoreszierende Bodenplatten. Ich bin verletzt. Ich habe ihn geschnitten in den Hosen innen drin. Was, in den Hoden hast du dich geschnitten? Nein, Hose, nicht Hosen. Ah, Hosen, ja. Ja. Hier, Messebau, heul doch, jawohl. Was hast du gesagt? Ich hab's gesehen. So, wir sind jetzt hier fertig. Hinter uns wird noch mächtig gearbeitet, der Boden liegt soweit. Ionebau ist jetzt am Start und tut praktisch noch die Kabinen setzen. Wir haben ja diese Messe eine Neuheit, die wir verkünden. Ich habe es euch ja vorher schon gesagt oder gezeigt. Und zwar unsere fluoreszierende Bodenplatten. Und da haben wir uns was ganz Cooles ausgedacht, zusammen mit Ionebau. Wir machen einfach da hinten drin eine Dunkelkammer. Achtung, nicht ausrutschen. Nicht hier schubsen. Nicht schubsen? Hast du einen Joghurt im Rucksack? Ja. Das heißt, hier sind die Fluoreszieren. Man sieht es, hier leuchtet schon ein bisschen. Das ist einfach jetzt hier gedacht, dass wir hier komplett dunkel machen. Und Kunde kommt, man kann hier zeigen, hey, schau mal hier, leuchtender Boden. Magic. Ja, es kommt auch noch eine Decke rein. Ja, natürlich. Und natürlich. Lampen zum Aufladen und dann wird das richtig cool. Was wir jetzt noch hier haben, wir haben hier jetzt noch Boden auf dem Boden. Ja, das sieht man kaum. Ja, das sieht man ja. Ja. Ich stehe mal richtig rum, dann kann man es da vorne so laufen. Ja? Hallo, hier bin ich. Gut. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Boden auf dem Boden, Doppeldecker. Nein. Da haben wir schon was zusammengebaut, weil wir haben vor, dass wir hier die Wand nach oben noch Boden ziehen. Also auch mega cool, wie das dann wird. Lasst euch überraschen. Wir packen jetzt zusammen, weil im Büro gibt es auch noch was zu tun. Und wir kommen dann morgen, wenn der Stand soweit mal steht.